Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Auf einer Landbohranlage hat man ein relativ einfaches Leben. Der Bohrturm steht ortsstabil in der Landschaft und von der Arbeitsbühne aus kann man ganz einfach den Bohrstrang runterlassen durch den Blowout-Preventer ins Bohrloch. Und die Spülung pumpt man durchs Bohrgestänge nach unten, dann tritt sie am Meißel aus, kommt im Ringraum wieder nach oben und dann wird sie auf dem Bohrplatz sauber gemacht und geht zum nächsten Umlauf wieder ins Bohrgestänge runter. Das ist im Meer ganz anders. Wir sehen hier so eine schwimmende Bohrinsel im Ozean und natürlich gibt es da hohe Wellen und Gezeiten und Wind und Strömungen und alles Mögliche. Und deswegen ist im Meer eben eine schwimmende Bohrinsel nicht ortsstabil. Und es ist auch gar nicht so einfach, über größere Wassertiefen den Bohrstrang unten in das Bohrloch einzufädeln. Sondern dieser Bohrstrang schwingt hin und her in den Strömungen und denkt gar nicht dran, das Bohrloch zu treffen. Und ein weiteres Problem liegt auch darin, den Spülungskreislauf zu etablieren. Wir können zwar ganz einfach die Spülung im Bohrgestänge nach unten pumpen, die kommt auch wieder aus dem Bohrloch raus, aber das Bohrloch endet ja am Meeresboden und dann läuft uns die teure Spülung einfach so ins Meer und das ist erstens unerwünscht und teuer und zweitens auch gar nicht erlaubt. Also müssen wir uns etwas überlegen, wie wir diese Probleme in den Griff kriegen. Und dazu haben sich die Ingenieure den sogenannten Marine Riser ausgedacht. Ne? Meistens spricht man einfach nur von einem Riser. Ein Riser ist ein riesiges Stahlrohr. Hier, wir sehen auf diesem Bild hier als Größenvergleich diesen Menschen da hinten. Und dieses riesige Stahlrohr, das wird Stück für Stück zusammengeflanscht, also mit großen Schrauben Stück für Stück zusammengeschraubt. Und es enthält auch an den Seiten noch Steuerleitungen für den Blowout-Preventer, der unten auf dem Meeresboden steht. Und dieser Riser wird also von der Bohrinsel nach unten gelassen an Führungsleinen und kommt so sicher am Blowout-Preventer auf dem Meeresboden an und ist dann fest installiert. Und durch diesen Riser kann man nun zielsicher das Bohrgestänge nach unten lassen. Man kann auch Bohrspülung nach unten pumpen und diese Bohrspülung kommt dann oben, wenn sie aus dem Blowout-Preventer rausgekommen ist, fließt im Riser nach oben auf die Bohrinsel, wo die Spülung wieder aufbereitet werden kann. So ein Riser wird immer respektlos als dickes Stahlrohr bezeichnet, aber wir sehen hier auf diesen Bildern, was das für eine aufwendige Konstruktion ist. Sie muss einerseits unter der Bohrinsel flexibel aufgehängt werden, damit sie nicht durch Wellen und so weiter abgerissen werden kann. Und am unteren Ende hat sie auch so einen Schnellverschluss, damit man, wenn zum Beispiel ein Hurricane kommt oder sowas, den Riser notfallartig vom Blowout-Preventer am Meeresboden entkoppeln kann, damit die Bohrinsel sich dann in Sicherheit bringt. Manchmal hat dieser Riser auch noch große Auftriebskörper an den Außenseiten, damit er nicht zu schwer an der Bohrinsel zieht. Insgesamt ist das also eine ganz schön große Installation. Und durch diesen Riser, wie gesagt, geht der Bohrstrang rein und raus und die Bohrspülung runter und hoch. Und damit sind alle diese Probleme, die ich vorhin angesprochen habe, gelöst. In unserer Vorlesung Tiefbohrtechnik 2 befassen wir uns intensiv mit dem Offshore-Bohren und wir freuen uns über jeden, der sich da reinsetzt und uns zuhört. Glück auf!